Hallo zusammen, iZocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Echos des Schicksals anzunehmen bei Verwalterin Katan in Kortia an dieser Position. Vorquest war Neuausrichtung der Suche. Nun heißt es Anima Schrein untersucht. Der ist gleich in der Nähe. Natürlich sind auch Mobs da. So. Jetzt aktualisiert sich die Quest. Meditationsschrein untersucht. Der ist hier auf diesem kleinen Hügel. Unverbranntes Räucherwerk benutzen. Und jetzt heißt es Opferschrein untersucht. Der ist da oben. Das Item, was man untersuchen muss, ist ein bisschen unscheinbar. Und hier in diesem Gebiet gibt es auch Gegner, die sind gerade tot. Hier, dieses Item. Kleine Opfergabe. Okay, jetzt darf man ein bisschen abwarten. Das Fragezeichen auf der Minimap wird schon angezeigt, aber ihr könnt nichts machen, denn man muss das Ganze abwarten. Der Schicksalsschreiber. Wir haben ihn. Hier entlang. Schnell. Und jetzt bekommen wir erst den Abgabe-NPC. Achtung, gleich wird er sichtbar. Und dauert ziemlich lange, jetzt ist die Quest bereit zur Abgabe. Quest ist abzugeben bei Verwalterin Katan in Kortia an dieser Position. Ihr habt ja gesehen, wo ich entlang gelaufen bin. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung den Link zu meinem Twitch-Kanal. Würde mich mal freuen, wenn ihr da vorbeischaut. iZocker, Ende.